Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ja, heute mit einem mal, finde ich, sehr interessanten Thema. So, laufen wir aber erstmal weiter. So, mit einem sehr interessanten Thema. Und zwar, man munkelt, dass Facebook WhatsApp kaufen will. Ich denke, jeder kennt Facebook, jeder kennt WhatsApp. Für die, die es nicht kennen, über WhatsApp kann man, also WhatsApp ist eine App im Grunde, ne? Für Android und iOS, und damit kann man kostenlos übers Internet Kurznachrichten versenden. So. Dadurch hat halt WhatsApp ungefähr 10 Millionen tägliche Nutzer und pro Tag um die 1 Milliarde gesendeter Nachrichten. Das gab so eine, ergab eine Statistik wohl irgendwie letztes Jahr. Und heute ist auch der 20. Geburtstag sozusagen der SMS, also seit 20 Jahren, wo laufen wir denn jetzt lang, laufen wir hier lang, seit 20 Jahren gibt es also die SMS jetzt, und laut Geheiminformationen einer bestimmten Branche von Facebook laufen wohl die Verhandlungen zwischen Facebook und WhatsApp. Beim letzten Kauf von Facebook, von diesem Foto-App-Gedöne, hat Facebook dafür fast 1 Milliarde Euro ausgegeben und ohne Ende neue Nutzer dazu gewonnen und auch dadurch halt durch Werbung und alles Geld gemacht. Verdammt, es wird Nacht. Wir sollten uns, ja, ich würde sagen, was zu essen erstmal holen. So, du Huhn. Holen wir uns jetzt hier erstmal was zu essen von Hühnern. Ja, auf jeden Fall. WhatsApp kostet im App Store irgendwie 89 Cent, keine Ahnung. Also, es ist nicht ganz kostenlos, kostet halt, am Anfang war es aber fertig. Und wenn Facebook dies kaufen würde, wäre das ein, würde Facebook noch mehr einnehmen. Die nehmen ja jetzt schon Milliarden durch irgendwelche Werbegedöne, durch diese Werbung ein. Und das wäre einfach ein Riesenschlag gegen alle anderen sozialen Netzwerke, gerade was auch so Google Plus, ICQ, Skype und sowas angeht, wäre das einfach ein derber Schlag, und damit hätte Facebook echt Macht über alles. Und naja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet, wenn Facebook WhatsApp kaufen würde. Und könnt ja mal so nachdenken, was könnte das für WhatsApp-Nutzer für Konsequenzen haben? Was würde sich verändern daran? Oh, sorry Leute, es gab wohl einen kleinen Festplatten-Crash irgendwie. Wir sind eben gestorben durch einen Bogenschützen und hatten irgendwie auch also Slimies gesehen. Ich werde jetzt einfach so zurücklaufen und jetzt nochmal halt, was würde passieren für WhatsApp-Nutzer? Ich habe da einiges zu gelesen und das sieht schon echt finde ich aus. Also ich bin, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, dass Facebook jetzt WhatsApp kaufen will, aber schreibt es in die Kommentare, würde mich mal echt interessieren, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt, weil das ist ein Milliardengeschäft, was da laufen wird, da wird richtig Geld fließen, und wie gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten, und wow, Creeper, boom, und würde mich mal einfach nur interessieren, was ihr dazu sagt, und wollte jetzt einfach dazu einfach nochmal kurz ein Video machen. Weitere Videos kommen zu Weihnachten. Zu Weihnachten werden richtig viele Videos kommen, also stellt euch schon mal auf ordentlich Videos ein. Und ja, dann schwimme ich da jetzt noch rüber und sag mal, man sieht sich bei dem nächsten Let's Play. Des Weiteren könnt ihr ja mal auch die Videos von meinem Partner Hilly angucken, was der da mit seinem Ticket Mods auch immer veranstaltet. Ich finde es relativ interessant, ich habe davon null Ahnung. Das muss ich jetzt mal so ehrlich und offen zugeben, aber ihr könnt es euch einfach mal angucken, es sieht sehr interessant, sehr spannend aus. Und ja, guckt es euch an, verteilt nochmal das Gewinnspiel, und ja, dann sieht man sich bei einer weiteren Folge Let's Play Minecraft mit neuen Informationen über das, was die Welt bewegt, bei Minecraft Exklusiv.